der Übergang vom derzeitigen Wirtschaftssystem zu einem nachhaltigen System gelingen, ohne Verlust an Wohlstand, was ja die Quadratur des Kreises wäre? Also erstmal muss man ganz ehrlich sagen, wir werden einen Verlust von Wohlstand haben. Das, was wir im Augenblick haben, heißt im Prinzip, wir müssen 2-3% der jährlichen Wirtschaftsleistung mehr produzieren, um den gleichen Lebensstandard zu halten. Weil das ist, was wir zusätzlich, mindestens zusätzlich an Geld ins Ausland transferieren müssen, um die gleiche Menge an Energie zu bekommen. Und es wird sich nicht so schnell ändern. Wie groß der Wohlstandsverlust ist, hängt erstens davon ab, wie es uns gelingt, wie schnell es uns gelingt, auf erneuerbare Energien umzusteigen, weil die sind wirklich bei den Grenzkosten deutlich günstiger als auch Gas, als fossile Energieträger, also aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Und die zweite große Herausforderung ist, gelingt es der Wirtschaft, diese technologische Transformation zu machen. Wir haben einen Nachteil, dass wir einen relativ hohen Anteil an energieintensiven Industrien in Deutschland haben, dass die Energiepreise in Deutschland viel stärker als im Rest der Welt oder außerhalb Europas gestiegen sind. Und das ist die Gefahr, dass viele deutsche Unternehmen entweder pleite gehen oder ins Ausland abwandern. Und da muss wirklich diese technologische Transformation her. Und das gute Nachricht ist, in vielen Bereichen gibt es die Technologien. Es erfordert eben massive Investitionen. In anderen Bereichen, wenn man das Beispiel grüner Stahl nimmt, Ausbau von Wasserstoff, das steckt eben noch in den Kinderschuhen. Und da muss eben deutlich mehr getan werden. Deshalb für mich ist die Frage, gelingt es uns jetzt ausreichend, Investitionen, öffentliche und private, zu mobilisieren. Aber zumindest für die nächsten 5 Jahre, muss man ehrlich sagen, werden wir einen deutlichen Wohlstandsverlust haben. Nun, Strom ist klar und überhaupt Energiepreise sind ein Teil der Inflation, ein wesentlicher Teil der Inflation. Und Daniel Richter fragt, was treibt die Inflation in Deutschland und Europa abseits der Energie im Wesentlichen? Und erwarten Sie eine nachhaltige Inflation auch ohne Energiekrise? Ja, gute Frage. Kurzfristig muss man sagen, dass 70% der Inflation, die wir in der Eurozone haben, importiert ist, hauptsächlich über Energie. Jetzt denkt man immer, ja, aber Nahrungsmittel sind ja auch teurer geworden. Das stimmt, wir haben 18-19% Anstieg von Nahrungsmittelpreisen über die letzten 12 Monate gesehen. Aber Nahrungsmittel sind zu 60-80% Energie. Also Dünger, Ernte, Verschiffung und so weiter. Und deshalb geht viel auf den Faktor Energie zurück. Der zweite Grund, der auch global ist, sind die Lieferkettenprobleme. Das hat sich verbessert seit der Pandemie, ist immer, aber immer noch nicht ausgeräumt. Jetzt Beispiel mal als ein Beispiel Düngemittel. Kommt auch ein viel großer Teil aus Russland, 40%, 30%. Nur man muss eben ehrlich auch sagen, ne, dass, wo die Inflation herkommt, ist wichtig für die Frage, wie kann man sie bekämpfen. Denn viele sagen, Europäische Zentralbank muss doch mal die Zinsen erhöhen. Nur wenn die 70% der Inflation importiert ist, ist es ziemlich egal, ob die Zinsen bei 1,25%, bei 5% oder bei 10% liegen. Das wird den Preis von importierter Energie oder von Nahrungsmitteln oder anderen Produkten, die durch Lieferketten teurer geworden sind, nicht günstiger machen. Also meine Erwartung ist, dass wir über die nächsten 5 Jahre nie wieder zu 1 oder 2% Inflation kommen würden, was eigentlich die Definition von Preisstabilität ist, sondern durch diese Transformation, die ich beschrieben habe, eine dauerhaft höhere Inflation haben. Ökologische Transformation heißt, Unternehmen müssen massiv investieren in neue Technologien. Dann werden viele Rohstoffe werden teurer werden, beispielsweise um Batterien herstellen zu können. Die Lieferketten neu aufzustellen heißt erstmal mehr Kosten für die Unternehmen. Und daher ist meine Erwartung, es kann gut sein, dass wir uns über die nächsten 5 Jahre bei einer Inflation um 3-4% einpendeln. Die gute Nachricht ist, das ist wirtschaftlich nicht unbedingt schlimm. Also in D-Mark-Zeiten oder der Deutschen Bundesbank hatten wir über die über 40 Jahre knapp 3,1% Inflation im Durchschnitt und sind damit hervorragend gefahren. Zum Abschluss würden wir noch mal zur Makroökonomie, zum Großen und Ganzen zurückkommen. Eine Frage, die Tim stellt und die sich aber nicht nur Tim stellt, sondern die sich inzwischen auch viele Ökonomen, Politiker und auch Unternehmen stellen, ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, eine nicht auf Wachstum orientierte Gesellschaft anzustreben? Meine Antwort auf diese Frage ist immer, wir müssen Wachstum anders definieren. Und Wachstum, so wie wir ÖkonomInnen das machen, das BIP, das Bruttoinlandsprodukt anzugucken, ist völliger Humbug. Das BIP, dieses Bruttoinlandsprodukt, wurde mal geschaffen in Kriegszeiten, um die Industrieproduktion zu messen. Also es ist ein völlig falsches Maß, um Wohlstand zu messen.
Deshalb brauchen wir bessere Maße, andere Maße, wie wir Wohlstand messen, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Gesundheit, Sicherheit, ja, die Möglichkeit, sein Leben auch wirtschaftlich, materiell in die eigene Hand ziehen zu können. Armut oder Abwesenheit von Armut, Klimaschutz, intakte Umwelt gehört unbedingt mit dazu. Und das tun wir nicht. Und wenn man das eigentlich berücksichtigen würde, dann müsste man eigentlich sagen, in den letzten 20 Jahren haben wir wahrscheinlich dann kein Wachstum gehabt, sondern eher negatives Wachstum, weil viele der Lebensgrundlagen wir zerstört haben. Kurze Antwort ist, wir brauchen nicht weniger Wachstum, wir brauchen eine bessere Definition von Wohlstand und das wollen wir verbessern. Glauben Sie, wir stehen am Ende des Jahrzehnts besser da als am Anfang dieses Jahrzehnts? Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben in Deutschland den bestmöglichen Gesellschaftsvertrag, das zu tun, die soziale Marktwirtschaft. Die Kombination von Marktwirtschaft muss funktionieren, es muss aber Level Playing Field sein, muss ein fairer Wettbewerb sein, es muss klare Regeln geben, was wirklich wichtig ist. Und wir müssen das Thema Solidarität dürfen wir nicht vernachlässigen. Also diese soziale Polarisierung ist für mich die größte Sorge, weil wenn es die soziale Akzeptanz nicht gibt für die Veränderungen, die anstehen, die schwierig sind, die schmerzvoll sind, dann wird uns das nicht gelingen. Und das, glaube ich, ist im Augenblick ein blinder Fleck in Deutschland.